Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir gelangen nun zum 14. Punkt der Tagesordnung, Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage 1152 dabei. Unter dem Tagesordnungspunkt 14 wurde unter anderem das Haftungsgesetz Kärnten behandelt. Dieses Gesetz soll den Finanzminister dazu ermächtigen, Haftungen in Höhe von bis zu 11 Milliarden Euro zu übernehmen. Der Haftungsrahmen wird jedoch nur dann zur Gänze ausgeschöpft, wenn sämtliche Gläubiger ihre Heterschuldtitel in Nullkuponanleihen mit Bundesgarantie umtauschen.